So, da geht's weiter bei Let's Play Mass Effect Teil 2, mitten im Gespräch mit der Dr. Amanda Kenson, die wir im letzten Teil gerettet haben und die uns jetzt über ihre großen Pläne erzählt, eine Reaper-Invasion zu verhindern. Weshalb genau stellt das Reaper-Artefakt einen Beweis für eine bevorstehende Invasion dar? Es hat mir Visionen von der Ankunft der Reaper gezeigt. Ungefähr so wie ihr proteanischer Sender, vermute ich. Die Reaper kommen, Commander. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, okay, das kann ja jeder sagen. Ich meine, wir sind Commander Shepard, bei uns kauft man es ja ab, aber du könntest auch indoktriniert sein. Wenn sie in der Nähe eines Reaper-Artefakts arbeiten, wieso wurden sie dann nicht indoktriniert? Wir waren extrem vorsichtig. Wir wissen, womit wir es zu tun haben. Sie reden hier nicht mit einem Kind, Shepard. Ich habe gesehen, was die Sovereign auf der Citadel angerichtet hat. Glauben Sie mir, ich weiß, was auf dem Spiel steht. Na gut, vielleicht sollten wir nicht einfach vertrauen. Ich meine, ne? Wenn sie das so sagt. Was macht ein Reaper-Artefakt auf einem Asteroiden? Wir wissen es nicht. Sein Zweck ist uns unbekannt. Manches ist einfach zu alt oder zu groß, um es zu begreifen. Selbst ein Reaper, der seit Jahrtausenden tot ist, enthält noch Energie. Ihre Artefakte müssen studiert werden, ungeachtet ihres Zwecks. Trotzdem müssen wir etwas sehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wenn sie deshalb bereit waren, ein ganzes System zu vernichten, will ich ihren Beweis sehen. Dagegen kann ich wohl nichts sagen. Geben Sie mir einen Moment. Kenson an Projektbasis. Schön, Ihre Stimme zu hören, Doktor. Kommen Sie nach Hause. Positiv. Und ich bringe Commander Shepard mit. Shepard? Wirklich? Machen Sie das Labor sauber. Der Commander will sich das Artefakt ansehen. In Ordnung. Ich bereite alles für Ihr Eintreffen vor. Projektbasis Ende. Alles klar. Lehnen Sie sich zurück. Wir sind bald da. Da sind wir. Willkommen in der Projektbasis. Was ist da? Das ist unser Countdown bis zur Ankunft. Wenn er auf Null steht, sind die Reaper da. Nur noch knapp über 2 Tage. Ganz neue Perspektive, was? Okay, das können die genauso präzise bestimmen. Woher wissen Sie, dass der Countdown stimmt? Es ist einfach so. Das Artefakt sendet in bestimmten Abständen Impulse aus, seit wir es gefunden haben. Die Intervalle sind kontinuierlich kürzer geworden. Das Artefakt reagiert auf die Entfernung der Reaper. In etwas mehr als 48 Stunden haben wir einen Dauerimpuls. Und die Reaper sind da. Okay, wenn du meinst... Soll das heißen, die Reaper könnten in 2 Tagen die Erde erreichen? Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Dann zeige ich Ihnen jetzt den Beweis. Diese Tür führt aus dem Hangar. Das Artefakt befindet sich in unserem Zentrallabor. Okay, gut, dann müssen wir halt immer noch einen handfesten Beweis zwar sehen, aber das, was sie sagt, macht einem schon ein bisschen ungutes Gefühl, oder? Wenn wir tatsächlich nur noch 2 Tage haben, um eine Reaper-Invasion abzuwenden. Ich dachte, wir hätten noch Zeit. Die Reaper und die Kollektoren, was sollen wir denn sonst noch alles machen? So, nehmen wir uns noch Zeug mit, wir kommen ja schon. Okay. Hallo Jungs, wie geht's so? Alles gut bei euch? Was ist erforderlich, um das Projekt wieder in Gang zu setzen? Alles war vorbereitet, als wir verhaftet wurden. Es ging nicht um können wir, sondern um sollten wir. Wie sehen die Alternativen aus? Die Reaper werden dieses System in jedem Fall erreichen. Aber das Alpha-Portal ist ihre Abkürzung zum Rest der Galaxie. Wenn sie die Reaper auf Distanz halten wollen, muss das Portal zerstört werden. Okay, also so oder so. Wenn wir das Portal zerstören sollten, opfern wir damit 300.000 Batarianer ungefähr. Und erkaufen uns auch nur höchstens Zeit, weil die Reaper kommen so oder so. Nur sie kommen halt nicht mehr dann so schnell hier an.
So scheint momentan die Lage zu sein, wenn ich es verstanden habe. Okay, ist das das Artefakt? Das sieht aber schon ein bisschen abgefahren aus. Na komm, geht doch. Ich stand nicht nah genug drin, dass das funktioniert. Okidoki. Wir haben eine Tür, die müssen wir sogar umgehen. Wir müssen das Projekt wieder zum Laufen bringen. Es ist vermutlich unsere einzige Chance. Sekunde, ich öffne die Tür. Commander Shepard, das ist Objekt Ro. Sie lassen das Reaper-Artefakt einfach so rumstehen? Ganz offen? Als wir es fanden, hat es mir eine Vision von der Ankunft der Reaper gezeigt. Kenson, das ist nicht gut. Warten Sie kurz, Shepard. Es wird Ihnen den Beweis geben, den Sie brauchen. Ich kann nicht zulassen, dass Sie das Projekt in Gang setzen. Nicht zulassen, dass Sie die Ankunft verhindern. Dumme Bitch. Okay. Sie ist also doch indoktriniert oder einfach nur falsch geleitet. Sie will nicht die Ankunft der Reaper verhindern, sondern dafür sorgen, dass sie nicht verhindert wird. Super, dann wird das tatsächlich wieder ein Solo-Projekt, wo wir verhindern, eine komplette Alien-Rasse aufzuhalten. Wir dürfen uns hier alleine durchballern. Hat er die Klappe? Gebt ihr doch einfach auf. Wie wär's damit? Wir sind Commander Shepard. Habt ihr schon mal von uns gehört? Wir müssen eigentlich wissen, dass das nichts bringt, was ihr hier gerade versucht. Wenn wir das nicht wollen. Und das wollen wir definitiv nicht. Okay. Komm her, du Penner. Da. Da kommen noch ganz schön viele, ey. Wie wär's mit Nein? Aber immerhin scheint's wohl zu stimmen. Also einen Beweis haben sie uns geliefert. Wir haben die Vision auch gesehen. Ja, das bringt nichts, wenn ich darauf baller, ne? Ich habe schon deine halbe Mannschaft hier niedergeballert. Ich würde es jetzt mal sein lassen. Das finde ich auch immer bei so Filmen oder sowas. Das ist immer so ein bisschen unrealistisch, wenn da irgendwie so ein super krasser Kämpfer ist, wie jetzt ein John Wick oder so. Und der schaltet, und dann kommt dann so eine Gruppe von fünf Leuten. Und er schaltet die ersten zwei aus, ohne einen Kratzer abzubekommen. Und die anderen drei denken sich dann so, hey, probieren wir es trotzdem, ihn zu besiegen. Ich hätte mir schon die Hose gemacht, wäre abgehauen. Weil man sieht ja doch dann eindeutig, dass der Typ einem überlegen ist. Also wieso versuchen, ihn zu erlegen? Leute, wie lange soll das noch weitergehen? Oh, okay, bis ich fast keine Munition mehr habe. Ist da wahrscheinlich. Und die neigt sich jetzt auch gerade langsam dem Ende. Okay. Leute, das ist unfair. Gut, nehmen wir mal die Waffe. Dann kriege ich wenigstens den hier relativ schnell mit klein.
Also müsste ich zumindest. Bumm. Ach, das war knapp. Komm her, ich brutzel euch alle. Guck mal, da vorne liegt so viel Munition. Soll ich es wagen? Geronimo! Komm, hör auf zu labern. Wow, was geht jetzt ab? Sogar eine Trophäe bekommen. Yay. Ab in die Krankenstation und fliegt ihn zusammen. Wir wollen Shepard lebt. Würde Shepard gerade eben aufwachen. Könnte aber auch nur eine Systemstörung sein. Keine Störung. Das Beruhigungsmittel wirkt nicht. Wache! Du Sau. Ja, jetzt sind wir tatsächlich gefangen hier. Ich weiß noch, dass man in dem Kampf vorher konnte man... da wurde ich jetzt durch das Artefakt ausgeschaltet. Man landet aber so oder so hier, weil irgendwann, wenn man Pech hat, überrennen einen die Gegner und man stirbt dann quasi und dann landet man auch hier. Aber ich habe jetzt, glaube ich, auch die Trophäe dafür bekommen, dass ich nicht durch die Gegner gestorben bin. Also ein kleines Erfolgserlebnis. Juhu. Das Projekt ist fast abgeschlossen. Ich dachte, ich würde so etwas wie Befriedigung empfinden, aber das ist nur Angst. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, wir machen etwas Schreckliches. Ach was? Das fällt dir aber früh auf. Natürlich macht ihr was Schreckliches. Weg da von dem Terminal. Okay, ich kann hier auf jeden Fall nicht raus, weil die uns hier gefangen halten. Da liegt aber auch keine Waffe rum oder sonst irgendwas. Oh, aber ich kann einen Mac kontrollieren. Das ist cool. Was hatte man vorher auch noch nicht gesehen? Gut, der kann uns dann eventuell helfen, uns aus dieser Zelle rauszuholen. Wenn ich nicht vorher mit dem zerstört werde. Warte, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, das ist hinter der Tür, okay. Ja, die Sicht ist so ein bisschen komisch hier bei den Dingern. Komm. Okay. Alle verfügbaren Mannschaften in den Krankenflügel. Der ist kaputt. Aber wir können weiter. Wieso kann er sich jetzt hier die Waffe nicht nehmen? Verstehe ich nicht. Ah, aber wir haben da Panzerung und Waffen. Ist das unsere Panzerung? Anscheinend. Ist sie direkt ausgerüstet? Ist jetzt die Frage? Ja, sehr gut. Wenig Zeit. Ich muss den Asteroiden in Bewegung kriegen und dann schleunigst verschwinden. Okay, also steht unsere Entscheidung auf jeden Fall fest. Wir müssen das Ding in die Luft jagen. Was ja klar ist, weil... ne? Alles andere wäre ja Selbstmord. Scheiß auf die Batterianer. Okay, wir haben nur noch anderthalb Stunden quasi dafür Zeit, also Spielzeit, keine echte Zeit. Aber jetzt erstmal hier rauskommen, das ist halt das Problem. So. Komm schon, Tür ist offen. Weiter geht's. Oh, wer will Ärger? Ja, ja, komm, versuch doch mich aufzuhalten. Meinst du, das klappt? Sieht aber schön aus hier. Nicht mehr lang.
stehen die schon hinter Barrikaden. Das wird jetzt irgendwas bringen. Tja, so langsam kriegen sie Panik. Ich hätte mich wohl doch direkt töten sollen, anstatt mich wieder lebend zu behalten. Das ist auch ein großer Fehler, auch der oft in so Filmen gemacht wird, was ich auch nicht mehr ernst nehmen kann. Wenn dann, weißt du, der Oberbösewicht hat dann seinen Erzfeind, den Guten, quasi an der Stelle, wo er einfach nur den Abzug drücken muss. Und alle seine Probleme werden erledigt. Aber nein, dann heißt erstmal nein, wir brauchen ihn lebend. Oder oh, ich bin abgelenkt. Und dann, das ist so eine Erklärung, die kaufe ich den Leuten nicht mehr ab. Oder was ich auch gar nicht sehen kann, ist, wenn irgendwie in einem Horrorfilm oder was auch immer, jemand wird verfolgt von einem und schafft es, den zu überwältigen und schlägt ihn auf den Boden, aber anstatt dann nochmal draufzuschlagen oder sich zu gehen, dass er auch hinüber ist oder so, nee, ein Schlag, weglaufen. Oder wenn dann mal der Gute, der normalerweise kein kaltblütiger Killer ist und Leute über den Haufen ballert, den Bösen quasi so vor sich hat und mit einer Waffe bedroht, frage ich mich immer, warum schießt ihr dem nicht einfach ins Bein oder so? Dann ist er kampfunfähig, aber er ist nicht tot. Aber nein, sie lassen es dann, werden dann überwältigt, so überrumpelt und dann geht die Kacke wieder vorne los. Das sind alles so Sachen, könnte ich mich manchmal drüber aufregen in Filmen. Ich würde sofort, wenn ich den Bösen vor mir hätte, würde ich ihn natürlich nicht direkt abknallen, weil ich bin kein Mörder oder so. Aber ich würde ihn schon irgendwie versuchen, kampfunfähig zu machen. Direkt Schuss ins Bein, dann kann er schon nicht mehr laufen. Fertig. Dann kann man ihn immer noch irgendwie festnehmen oder was auch immer man machen will. Ey, wieso? Das ist doch... guck mal, Fleischgematsche. Das ist mies. Ich baller den ab und dann jagt er sich nur in die Luft. Ja, dann kommt. Ihr werdet uns nicht aufhalten können. Ich warne euch nur schon mal vor. So, One-Safe nehmen wir noch mit. Sehr logisch. Und jetzt ein Forschungslog. Kenzen verhält sich seit kurzem seltsam. Als wäre ihr das Projekt überhaupt nicht mehr wichtig. Und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Träume hat. Die Reaper kommen, sagt sie. Aber ich bin nicht sicher, ob dabei Angst oder Hoffnung in ihrer Stimme liegt. Tja, die ist indoktriniert worden. Was soll man dazu sagen? Ne? Glaube ich zumindest. Also es wirkte so eben. Es kann natürlich auch sein, dass sie komplett wahnsinnig geworden ist. Aber ich gehe eher von Indoktrination aus. Weil man muss schon wirklich geisteskrank sein, um sowas zu wollen. Geisteskrank oder Thanos heißen, aber es läuft ja eigentlich aufs Gleiche hinaus. Stellt euch aber auch manchmal dumm an, Leute. Sehr gut. Wie weit ist es denn noch hier? Wir haben nicht ewig Zeit. Und hier ist noch ein Forschungslog. Je länger wir hier sind, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass wir das Projekt abbrechen müssen. Wir wissen einfach nicht genug darüber, was die Reaper eigentlich wollen. Es ist dumm, davon auszugehen, dass die Reaper den Untergang der Galaxie bedeuten. Laut Legenden waren sie früher auch schon mal da. Und trotzdem gibt es noch immer Leben. Oder etwa nicht? Ja, weil sie nicht alles vernichten. Nur so, dass sich die Galaxie wieder neu aufbauen kann. So, sie machen einmal quasi einen Neustart. Dass sie es immer noch nicht gerafft haben. Und machen sie es auf sehr brutale Art und Weise. Okay, scheint noch ein kleiner Weg zu sein, bis wir da sind, oder? Bäm. Schön, wie so Fleischbröckchen noch dann so rumfliegen, wenn er explodiert. Au. Ach, wisst ihr was? Die hat eben auch gut funktioniert. Kriegt er auch noch so eine ab. Sie hat ihn jetzt nicht getötet, aber hey. Besser als nix. Ja, dann geh doch mal in Deckung.
Alter, warum kommen da jetzt wieder so viele auf einmal? Das ist doch scheiße. Oh, komm, ey, ja, das war so klar, weil da jetzt plötzlich wieder eine Handvoll Gegner kam. Wo kamen die jetzt her? Oh. Geht man mal einen Schritt nach vorne, hat man richtig verkackt. Ja, klar, natürlich werde ich jetzt wieder hier zurückgesetzt. Ja, habt ihr das gesehen? Da standen nur irgendwie zwei Gegner. Dann gehe ich einen Schritt nach vorne und dann kommen aus einer Tür direkt wieder 8 neue Gegner. Plus noch so ein Pyromane, der Schüsse wegsteckt wie sonst was. Das typische Call of Duty-Phänomen. Gehst einen Schritt weiter. Ah ne, bei Call of Duty ist es eigentlich andersrum. Da kommen so lange Gegner, bis du einen Schritt weiter gehst. Wow, eine besonders tödliche Granate von ihm. Ich glaube, es sollte nur eine Blendgranate sein. Okay, das ist schon der nächste Pyromane. War das der, der mich getötet hat? Weiß es nicht. Komm, zeig dich. Jetzt haben wir es anscheinend. Mann, das ist ja eben echt doof gelaufen. Ich ärgere mich halt bei Let's Plays mehr darüber, wenn ich verrecke, weil das kostet halt alles Zeit. Und das ist etwas, was wir hier nicht haben. Willkommen in der Projektkontrolle. Ich will das Projekt aktivieren. Warum? Die Aktivierung des Projekts führt zu geschätzten Verlusten in Höhe von 305.000 Opfern. Seht ihr, man darf gar nicht entscheiden, ob man sie auslöscht oder nicht. Man darf nur entscheiden, ob man sie warnt oder ob es einem scheißegal ist. Aber wir warnen sie trotzdem natürlich. Achtung, an alle Kolonisten im Bahak-System. Hier spricht. Shepard, nein. Haben Sie eine Ahnung, was Sie getan haben? Sie lassen mir keine Wahl. Wenn wir den Asteroiden nicht aufhalten können, müssen wir ihn zerstören. Wo finde ich Dr. Amanda Kanson? Dr. Kanson ist unterwegs zum Reaktor. Kernschmelze müsste reichen. Wegen Ihnen wird jeder auf diesem Felsen vernichtet. Nicht, wenn ich Sie zuerst erreiche. Genau. Aber wir haben es ja schon mal in Gang gesetzt. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ob wir jetzt tatsächlich die Batterianer gewarnt haben, weiß ich nicht. Es wirkte gerade nicht so. Also kann es sein, dass die gut alle draufgehen, aber hey, wir haben es versucht, ne? Versuchen Sie nicht, mich aufzuhalten, Shepard. Ich muss das tun. Nein. Wir halten nicht auf. Halt, Kanson. Sofort. Freundin von Hackett oder nicht, ich werde Sie töten. Sie zwingen mich dazu, Shepard. Das wissen Sie. Es gibt kein Entkommen. Und für Ihre Taten gibt es keine Erlösung. Ich werde sterben, ohne die Segnungen der Reaper erfahren zu haben. Und sie sterben einfach nur. Verdammt, Kanson! Sie haben uns gesehen. Die Segnung der Reaper, okay, die ist offenbar nicht ganz dicht. Okay, was? Lose Platte? Bringt das was, dass ich da drauf schieße? Nee. Aber hier. Ah, sehr gut. Okay, ah, jetzt kann ich auch raus. Sehr schön. Okay, Fahrschuh benutzen. Machen wir das mal. Ich meine, die hat schon verloren, die Kanson. Die soll einfach aufgeben. Bringt da nichts mehr. So, Element Zero nehmen wir auch noch mit. Wow! Da kommen sie wieder angelaufen.
Ihr mit euren scheiß Blendgranaten hier. Nervt ein wenig. So. Okay. Die sind auch tot. Meine Verbindung zum Access Point wurde getrennt, was immer das bedeutet. Ignoriert es einfach. Diesmal ist es nicht die Anzeige, dass mein Controller leer ist, sondern was anderes. So, Kühlungssteuerung nutzen. Wie stabilisiere ich den Reaktorkern? Alle automatischen Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert, um den Reaktorkern zu stabilisieren. Führen Sie manuell Kühlschlauch A von dieser Kontrollstation ein. Führen Sie manuell Kühlschlauch B von Kontrollstation B ein. Dadurch wird der Reaktorkern stabilisiert. Kühlschlauch A wieder eingeführt. Reaktorkühlung hat eingesetzt. Gut, das war schon mal der erste Schritt. Na, da unten hängt sie und versucht noch das letzte bisschen zu retten. Aber das wird ihr nicht gelingen. Das kann ich euch versichern. So, vor allem nicht mit so unfähigen Typen. Guck mal an, wie die da hängen. Das ist so ein Witz. Werdet euch ausgebildet, ey. Okay, Leute, ich glaube, es ist zwar momentan sehr spannend, wie das hier ausgeht, aber ich muss leider einen Cut machen, weil wir haben nicht mehr viel Zeit und ich möchte das Ende jetzt nicht so irgendwie noch in den Teil reinquetschen. Und ja, deswegen war es erstmal für den Part von Mass Effect 2 und im nächsten Teil halten wir die dumme Kuh dann auf und verhindern hoffentlich die Ankunft der Reaper. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann.